So, dritte Liga wieder mal. Meppen empfängt Ingolstadt. Die Spieler wandern aufs Feld. Der FC Ingolstadt ist bis jetzt so eine kleine Wundertüte. Also mal gewinnen wir ganz hoch, mal verlieren wir. Das bringt uns einen Platz 7 ein. Gegen Meppen, die auf Platz 14 stehen. Insgesamt haben wir einen guten Stürmer. Wir schießen fürchterlich viele Tore, aber die Abwehr ist das Problem. Die steht einfach noch nicht sattelfest. Da können wir uns jetzt also überlegen, wie wir die Aufstellung, die Einstellung so ändern, dass wir hinten ein bisschen sicherer stehen. Wir könnten uns einfach mal zurückziehen, anstatt zu pressen. Oder insgesamt die Abwehr weiter nach hinten ziehen. Aber das ist es irgendwie nicht. Das ist halt einfach tatsächlich mein mangelndes mangelnde Verteidigungsfähigkeit. Ich lasse halt immer zu viel durch, gehe nicht gut in Zweikämpfe, hau zu oft daneben. Ich muss da vielleicht ein bisschen geduldiger werden und einfach Zweikämpfe öfter mal einfach aussitzen und einfach nur so richtig stehen und blockieren. So, heute probieren wir Moose Liu nochmal in der Verteidigung aus. Der hatte darum gebeten, finde ich auch eine ganz gute Idee. Der ist immerhin auch 69, das ist genauso gut wie der Gächter. Auf dem linken Flügel spielt Kupac, der mit 67 eine Stärke besser als Amin ist. Insofern darf er das mal probieren. Wir haben noch einen Wechsel getätigt. Nämlich Civea ist drin. Der hat inzwischen die Nummer 26 bekommen. Und ersetzt Nürnberger. Los geht's. Das war doch kein Foul. Der Torwart. Oh, was war das? Ein Abwurf mitten in die Menschenmenge da rein. So was kann grundsätzlich nicht gut gehen. Ich habe schon lange aufgegeben, lange Abstöße und Abwürfe zu machen. In der Regel spiele ich eigentlich immer kurz. Weil ich das Gefühl habe, die meisten, die man lang spielt, kommen einfach nicht an. So, Pfeiffer spielt direkt mal raus, hinten auf Kostli. Civea geht mit und sieht Testrot, aber der kommt nicht an den Ball. Den haben wir wieder. Spielen einfach ein paar Doppelpässe, wollte ich gerade sagen. Sind dann frei und Franke zieht ab und hat den Kopfball. Die zweite Chance, köpft den aber daneben. Oh, der geht an den Rücken vom Meppener. Schade. Entschuldigung, der ging an den Rücken vom Meppener. Also ich hätte eine Ecke gegeben. Also ich finde, ein probates Mittel sind tatsächlich diese Zickzack-Pässe, wenn man sagt, immer nochmal einen zurückspielen. Der ist aber schlecht gelaufen jetzt. Nein! Was war das denn? Was macht er da so ein Hackengefimmel? Ich glaube, ich bin oben auf dem Tricksereiknopf hängen geblieben. Das wollte ich aber nicht. Den hätte er gut abfangen können. Hat er aber nicht. Stiller? Ja. Ich muss mich auch noch ein bisschen dran gewöhnen, so viel zu labern, während ich spiele. Das schlägt mir so ein bisschen auf die Konzentration. Das ist der Kupac, der ist ja riesig. Ich hätte gedacht, der ist so ein kleiner, quirliger. Ah, und dann wieder der Fehlpass. Ja, ich merke das selber, ne? Ich gehe mit meinen Verteidigern oft zu früh drauf.
macht den Zweikampf, latscht dran vorbei und dann ist er durch. Und dann muss der Nächste kommen, der nächste Verteidiger kommen und seine Position verlassen. Das machen die so ungern. Ballverlust, Appelkamp. So, ja, wir sind relativ schnell an vorderster Linie und dann hast du keinen mehr, wo du hinpassen kannst. Und Konter setzen kannst du auch nicht, weil die Gegner dann doch immer noch schneller sind. Schuss, aber geblockt. Kopatz. Kopatsch. Ja, hätte ich das gut vorbereitet, hätte ich mir wirklich mal vorher die Mannschaft von Ingolstadt in Realität angeguckt und einmal geguckt, wie sich die ganzen Spieler auch aussprechen. Aber gut. Wer auch immer das hier guckt, der verzeihe mir. Ecke zu kurz, geht direkt auf den Torwart. Ach, das war schon wieder ein schlechter Pass. Ich spiele halt auch zu früh auf den Stürmer. Wenn der da vorne den Ball bekommt, soll der den eigentlich abtropfen lassen. Und dann, ey, siehst du, wieder geht der Verteidiger nicht mit. Und der in der Mitte, der möchte nicht. Der möchte nämlich bei seinem Gegenspieler bleiben. Und fast sind wir da entblößt. Und der hat den Ball auch scheiße gespielt. So, Kostli kriegt den jetzt. Wieder das gleiche Problem. Wieder Pfeiffer in der Mitte, lässt sich nicht anwählen. Bei dem Spieler, der da das Tor schießt, ist keiner. Ich muss irgendwas anders machen in der Verteidigung. Schiedsrichter, der hat mir von hinten in die Beine gegrätscht, sodass ich jetzt verletzt bin. Darf der eine gelbe Karte haben? So, Verletzungszeichen heißt aber erstmal nur, der ist angeschlagen, der kann sich auch wieder erholen. Wenn das jetzt zu lange da steht, also spätestens, wenn es in der Halbzeit noch da steht, die ja übrigens jetzt gerade ist, dann wissen wir, da ist was kaputt gegangen. Ein anderes bekomme ich nicht mehr. Halbzeitpause. Kurzer Blick auf die Spielinfo. Mehr Ballbesitz Meppen. Mehr Schüsse Ingolstadt. Erwartet Tore 0,3 zu 0,8. Zeugt von einem schwachen Spiel insgesamt. Das möchte ich so unterschreiben. So, wir haben noch die Chance, Nürnberger wieder reinzubringen. Der Sivea jetzt am Ball. Hat es bis jetzt noch nicht so gebracht. Hat aber jetzt mal die Chance zu zeigen. Vertrödelt, vertrödelt den Ball. Schön geholt. Ah,
Fehlpass. So. Schon wieder lässt sich der Verteidiger da doof in der Mitte stehen. Aber ne, die Chance zu kontern gibt sich uns auch einfach nicht. Dann spiele ich es aber auch zu hektisch und leichtfertig da aus. Wieder keiner bei dem Spieler. Und der Pfeifer in der Mitte denkt sich ja, wo soll ich hin? Meine Güte. Coco, lauf doch, Junge. Oh, der war nicht schlecht. Komm, geh ran. Ah, abseits, schade. Aber knapp, oder? Ja. Wie gesagt, früher war sowas gleiche Höhe. Schon wieder macht der Verteidiger so einen großen Bogen um den Ball für einen Spieler rum. Nein. Kontern. Wir wollen kontern. Ja, ja. Geht auch dran vorbei. Oder lass dich fallen. Ah, zu weit rausgetragen. Aber Moukoko spielt ihn zurück und Kostli zieht ganz trocken ab und macht den Ausgleich. Sehr schön. Ups. Das wollte ich mir eigentlich nochmal angucken. Die Nummer 22, Kostli. So, 1:1. Schade mit der Wiederholung, das war ein schönes Tor. Moukoko. Nochmal mit Ball. Nochmal mit Übersicht. Noch ein Hackentrick und Abschluss. Schade, geblockt. Okay, wir sind wieder da. Hab auch schon Elfmeter gegen sowas gekriegt. Wenn da zwei Leute den in Zange nehmen, obwohl der eigentlich gerade schießen will. Fairerweise hätte man sagen können, ich hätte auch einen Pascal nicht mehr spielen müssen. Dann geht's aus. Jetzt denke ich wieder, ich habe hier Feuer und gleich fange ich mir ein. Coco von weit hinten schafft es daran vorbei. Das traue ich ihm erstmal nicht zu. Ach, wieder ganz einfach abgelaufen. Schön Pfeifer. Und wieder Fehlpass. Es hat unkonzentriert halten, die kosten mich am Ende einfach die Chancen, die ich brauche, um nochmal ein Tor zu schießen. Auf der anderen Seite ist es auch nur noch. Pfeifer in der Mitte. Wird nicht angewählt. Ja, schon wieder zu früh nach vorne gespielt. Aber er kommt durch. Moukoko ist auf und davon. Schießt und trifft nicht. Wir haben ja schon die 80. Minute. Leco mio. Das ging jetzt aber schnell. Nürnberger darf. Ups. Bischof darf. Sapai darf. Amin darf. Gechter darf. Fünf Wechsel auf einmal gibt's auch nicht so oft. Komm, mach mal meine Wechsel jetzt. Frank Buschmann würde jetzt sagen, gleich fünf Wechsel auf einmal. Da scheint irgendwas überhaupt nicht zu stimmen in der Mannschaft.
So, mein Freund. Oh, guck mal. Ah, schade. 83. Minute. Noch eine Chance. So, warum ruckelt das jetzt? Gott, oh Gott. Nein, doch, nein, nein! Das gibt's doch nicht auf der Linie. Und dann fälscht den der eigene Spieler, der Test droht auch noch wieder ab. Das hätte sein müssen. Gibt natürlich Abstoß, weil wer den Test droht angeschossen hat. Komm, da sind wir doch noch dran jetzt. Das ist Mukokos-Territorium da. Nein, Leute. Ey, da kann ich so einfach an allen vorbeigehen. Das geht nicht. Da muss der Verteidiger doch aber auch mitgehen und nicht einfach doof draufgehen. Also das bilde ich mir schon ein, dass ich das da richtig drücke. Steuerkreuz. Abseits, ihr Trottel. Ihr habt mir eine letzte Chance geschenkt. Los, Abmarsch. Oh, das rächt sich. Eins zu eins geht das Spiel aus. Ja, nee. Es läuft nicht ganz so rund. Also nach den ersten zwei Spielen habe ich gedacht, pff, easy peasy, dritte Liga. Aber jetzt kommen wir natürlich auf Platz 7 mit einem Punkt auch nicht besonders weit vorwärts, ne?